sagt, ich habe eh keine Chance, dann ist es auch schwierig, recht gute Sprünge zeigen zu können. Jetzt wieder im 20-Sekunden-Rhythmus. Kaum ist die Weite da, die Wertung kommt schon der nächste runter. 120 Meter für ihn, für Tepei Takano. Ja, auch er ein Junior, auf den man große Hoffnung setzt. Auch er beim Intercontinental Cup schon ein paar Mal sehr erfolgreich. Jetzt der erste Sprung, der einigermaßen in die Richtung gelaufen ist. Er konnte jetzt auch die guten Windverhältnisse ausnutzen. Der hat schon großen Erfolg gefeiert. Der war in Kusamo beim zweiten Springen. Ex-Equo mit Sven Hannawald.